So Jungs und Mädels, jetzt mache ich mal ein neues Vlog-Video. Wie ihr sehen könnt, bin ich im Urlaub. Einfach nur fürs Wochenende mit zwei Kollegen. Das ist einmal der Torben, einmal hier der Robin. Moin. So, und um euch mal zu zeigen, wo wir gerade chillen. Schön fett am Meer. Einfach mal das Leben genießen, ne? Genau, nee, haben uns einfach entschlossen für eine Woche, für ein Wochenende hierher zu fahren. Schön campen. Fehmarn. Ja, genau, auf Fehmarn sind wir jetzt, campen einfach eine Runde. Er hat hier einen Wohnwagen, der Assi. Und da haben wir einfach gedacht, na gut, dann machen wir das einfach mal, wir fahren hierher. Ja, und wenn ich schon die Kamera habe, dann nehme ich sie natürlich mit und dann filme ich das Ganze auch. Jo, genau, heute angekommen, 4 Stunden gefahren. Gleich mal eine Runde Shisha am Strand. Genau, bringen wir doch mit, dann mache ich auch noch mal kurz eine Aufnahme von. Ach, da ist ja die Kamera, ich gucke immer auf den Display, ne? Scheiße. Nee, auf jeden Fall jetzt schon ein bisschen dunkler, wie ihr es sehen könnt. Aber ja, morgen beim helllichten Tag wird natürlich wieder gefilmt. Dann alle. Erleben wir was. Genau, wir schon wieder alle, der Säufer. Ist schon sein 5. Ich habe erst das 1. Obwohl er der Fahrer war. Ne? Nee, alles klar. Dann deswegen sehen wir uns gleich wieder. Wir holen jetzt erstmal die Shisha, gehen an den Strand hier wieder und dann geht's ab. So, jetzt noch eine Runde Shisha. Hast du eine Shisha, hast du Freunde? Schaut euch das an. Dollar, Mann. In die Eier, zu dritt hergekommen, jetzt sind wir schon 15, ne? So läuft das. Alles klar, dann melde ich mich mal morgen wieder, weil es schon wieder dunkel. Und dann geht's ab morgen. So, guten Morgen, Leute. Jetzt morgens aufgestanden, was heißt morgens 11:30. Und jetzt wird erstmal gefrühstückt. So, moin. Robin, Torben auch wieder am Start. Klar. So, und gleich wird erstmal ein bisschen eingekauft. Und Alkohol, wichtig. Ja, stimmt, Bier schon wieder alle, weil Torben, habe ich ja gesagt, der hat zu viel getrunken. Ja. Naja, nee, und dann, auf jeden Fall, dann fahren wir erstmal irgendwo in die Stadt. Ich weiß nicht, ob Fehmarn eine Stadt hat, keine Ahnung. Bisschen noch einkaufen, wie gesagt. Ich habe einen Edeka gesehen. Edeka? Wo war der? Keine Ahnung. Toll. Das sind die Infos, die man braucht, ne? Hintergrund ist der Wohnwagen. Ach, ich zeig ihn euch einfach mal. Also, das ist er. Ich hoffe, ihr seht das jetzt alles. Dann gehen wir mal rein. Moment, Display drehen. Auf jeden Fall hier kann man pennen. Da oben sind so ein paar Schränke, wo man die Sachen reintun kann, die man braucht. So, hier so eine kleine Abstellfläche. Hier unten ist noch der Kühlschrank. Schauen wir mal, was doch drin ist. Ah, seht ihr schon, Bier alle. Torben. So, hier kann man auch noch schlafen. Ist eigentlich echt ganz chillig hier. Machen wir ein Brettchen übereinander. So. Dann geht's jetzt erstmal los hier. So, jetzt sind wir auf der Burg von Fehmarn. Ich habe keine Ahnung, was das hier sein soll. Burg auf? Was habe ich gesagt? Auf Fehmarn. Von? Egal. Nee, auf jeden Fall. Ne, Burg habe ich hier noch nicht gesehen. Ich glaube, es war jetzt einfach nur der Ort. Das ist ein ganz komischer Name, finde ich. Und jetzt waren wir eben noch einkaufen. Einkauf zeigen wir euch nachher. Torben hat wieder Durst. Und ich hatte Durst. Naja. Nur die Hälfte. Ey, guck, der steht immer noch da, der Wagen. Aber ohne Witz, ne? Ey, guck, der Wagen steht immer noch da. Ach, da geht er rein. Oh, das wird kosten. Ja. Nee, da stand einer irgendwie, so ein alter Golf. Stand irgendwie 2-3 Stunden jetzt auf dem Parkplatz. Man darf nur eine Stunde, kam gleich der Wärter, hat wieder rumgemeckert. Auch nicht schlecht. Ja, aber diese Preise hier, ne? Bei uns in Mitteldeutschland kommen die aus so. Braunschweig, Hannover, da die Gecken, die Gegend. Also hier ist richtig billig, ne? Wir haben gerade irgendwie 2 Sixer gekauft und noch einen O-Saft. Wir haben irgendwie nur 9 Euro gezahlt. Bei uns würden wir 15 zahlen, also keine Ahnung. Ist so. So, wir waren jetzt eine Runde einkaufen, wie ihr es ja gesehen hattet, waren wir ja in der Stadt. Und jetzt haben wir ein bisschen was geholt, das zeigen wir euch dann gleich auf dem Campingplatz. Wir fahren jetzt los und noch auf dem Parkplatz und wir sehen uns dann gleich wieder. So, jetzt haben wir es Samstag 16 Uhr und der Grill steht schön auf dem Tisch mit Fleisch, Würstchen, Bier. Ja, wird ganz chilliger Tag. Wir gehen nachher nochmal zum Strand, schauen da, was da geht. Mega kaltes Wasser. Ich habe vorhin, gestern Abend noch Fuß reingehalten. Mega kalt gewesen. Mit dem da hinten, Robin, war ich da. Kam noch einer mit einer Gitarre. Am Strand hat er gespielt, er konnte richtig geil spielen. War echt noch cooler Abend. Der Kollege hier war müde, weil er gefahren ist. Ja. So, aber heute geht's auch ab, wir haben gut eingekauft. Jo, das wird ein cooler Abend, denke ich mal, und ein cooler Tag noch. Jo, dann melden wir uns mal später wieder. So, ab geht's zum Strand, schön windig, ich hoffe, ihr versteht was.
windig, Junge. Du bist auch windig, Alter. Junge. Ja, windig. So, wir haben unser, mal Steine schmeißen. Wir haben wieder unser O-Saft mit. unter 10% sind ja Säfte. Ja, aber guckt euch das Meer an. Hammergeil, oder? Ist so, jetzt ist es windig, Alter. Jetzt ist es frisch, ja. Alter. Nach wenn er nichts versteht, oder ball ich es mit Musik, also chillt. Nach der Brandung wird es windig, Alter. Hier, ich auch hier. Geiles Wetter. Und da hinten wird irgendwie Volleyball gespielt, aber... Seht ihr nichts? Ja. Ja, wie gesagt, ich kann leider nicht richtig ran. Ich glaube, in der Ferne sieht man gar nichts, Mann. Einfach nichts. Ja. Gestern haben wir 5 Lichter gesehen. Ey, ich sehe ein Schiff. Nein. Das ist eine Fata Morgana, Alter. Pirates of the Caribbean. Was? Pirates of the Caribbean. Ja, ja. Ich sehe da nicht nur ein Schiff. Das ist alles doppelt. Stramm, oder? So, und hier könnt ihr jetzt unseren Campingplatz sehen. Ist aber nur ein Teil, den ihr seht, also es geht noch viel weiter nach hinten. Und hier auf dieser Insel gibt es sowieso tausende Campingplätze. Und die sehen alle so ähnlich aus, kann man sagen. Also da ist auf jeden Fall viel. Und jetzt gehen wir hier am Strand noch lang. Ich hoffe echt, ihr versteht das wegen diesem blöden Wind. Ne? Ja, hier ist echt geil, wie ihr sehen könnt, das schöne Meer, die schöne Weite. Die Sonne scheint. Einfach ins Nichts führen. Ja, einfach Meer ohne Ende, ohne dass man eine Insel sieht, das ist richtig geil. Einfach Meer, Meer. Ja, aber ist echt geil, also hier zu sein ist echt cool. Aber wie jedes Meer, ne? Das ist normal. Ist schon ein ganz anderes Feeling, als wenn man da irgendwie in der Stadt ist oder im Dorf. An einem See, ja. Wo du an Ufer sehen kannst. Naja, da siehst du 100 Meter vom See, das war's schon, ne? Ja, aber wenn man hier ist, ist es einfach echt nur geil. So, 5:45 jetzt. Wir wissen nicht, was wir machen sollen. Wir chillen hier einfach nur, hören Musik. Und es ist irgendwie ein bisschen kalt geworden, wenn ihr euch jetzt mal den Himmel anguckt. Der ist blau. Ja, das wär's. Nee, auf jeden Fall. Schön bewölkt, aber zum Glück noch schön kein Regen. Schön bewölkt. Nee, scheiß ja, bewölkt. Nein, ich meine schön bewölkt als Scheiße. Ja, egal. Nee, was machen wir später noch? Sagst du was? Ja, Disco da, wo du gesagt hast, dass die Disco abgeht, Alter. Auf jeden Fall soll hier irgendwie eine Disco auf dem Campingplatz sein. Bis 0 Uhr. Das ist so 21 bis 0 Uhr wohlgemerkt, ne? Ja, wir checken es einfach mal ab nachher, mal gucken. Es fängt über 21 Uhr an, gehen wir um 10 hin. Ja, und dann mal gucken, ne? Jetzt noch ein bisschen chillen auf dem Campingplatz hier. So, jetzt chillen wir hier im Wohnwagen. Ganz hinten chillen und trinken was. Und er hat sich so eine E-Zigarette gekauft. Richtig geiles Ding. Kommt doch schön viel Rauch raus. So, wie ihr sehen könnt, ist es schon wieder ein bisschen dunkler geworden. Aber das hält uns natürlich nicht ab, draußen zu sitzen bei diesem geilen Wetter hier. Prost, Jungs! Ne? Jo. Jetzt alkoholisiert, ne? Wisst ihr ja. Und noch Bier und alles dabei, Jungs. Alles genau, dabei. Bevor man in einer Disco oder auf einer Party irgendwie 6 Euro für eine Mische ausgibt, haben wir uns gedacht, ey komm, geh mal noch mal einkaufen. Jungs, wie ihr sehen könnt, ist alle. Ist einfach alle. Nee, uns geht's, ja. Noch geht's gut, wir haben ja noch was. Ja, scheiße, wir haben ja noch eine Mische, aber kein... Nach Kacke, wir haben nur noch Bier, ne? Ja. Scheiße. Naja, egal. Nee, wir stimmen uns noch ein bisschen vor hier. Und danach schauen wir mal, was das für eine Disco sein soll. Ich hoffe echt, die ist cool. Ja, wir haben eine krasse Fahrt, geht's gut hier. Robin am Start, Torben am Start, ich am Start. War auch ein ganz geiler Tag heute, ging echt schnell um. Morgen heißt es dann wieder, Sachen packen und ab nach Hause. Boah, scheiß Mücken. Aber, ja, ein bisschen haben wir ja noch Zeit, ne? Ich weiß nicht, ob ich nachher noch was aufnehme. Ja, mal gucken, ne? Wenn da nichts geht, dann nimmt man auch nichts auf. Weil ich denke mal, Kamera lasse ich hier, weil nicht, dass das kaputt geht. Aber ich habe keinen Bock drauf, dann kann ich alles vergessen, was ich gerade aufnehme. Aber zur Not würde ich mal sagen, wir sehen uns morgen früh wieder. Bis dahin, yo, haut rein. Wir sehen uns in 2 Sekunden, weil es ist ja dann der Schnitt, ne? Also, bis gleich. So, Jungs und Mädels, Sonntagmorgens und wir müssen einpacken, leider. Jetzt heißt es wieder ab nach Hause. Wir sind schon dabei. Auto beladen, Wohnwagen aufräumen. Jo, und dann heißt es wieder Raststätte. Da frühstücken wir dann, damit wir hier erstmal abhauen. Und dann geht's weiter. So, Jungs und Mädels, Heimfahrt ist wieder angesagt. Jo, waren jetzt eigentlich 2 ganz geile Tage. Jetzt ist Sonntag um 12 Uhr, was wir haben, um 11. 11. Genau, 11 Uhr mussten wir jetzt abhauen. Vom Campingplatz hier auf Fehmarn. Also wenn ihr euch fragt, wir sind diese Himmelsrichtung, nee, westlich von Fehmarn waren wir. Hat mal schönen Blick aufs Meer, habt ihr ja gesehen, keine einzige andere Stadt oder Land in Sicht. Wallnau war das. Wallnau, richtig, genau. Da sind wir. Oder, also eigentlich sind wir hier noch. Wir hauen hier gerade ab. Rechts abbiegen. So, Navi auch am Start. Schön verlassen, schön ruhig hier alles. Ja, Mann. Na, jetzt heißt es erstmal wieder 4 Stunden nach Hause fahren, aber wir halten irgendwo noch mal an, weil wir haben jetzt noch nicht gefrühstückt. Locker wird's länger wegen Stau, alle Heimreise am Sonntag. Ja, ist echt so. Hier kommen welche, hier gehen welche. Und genau heute, ne, wenn ihr euch das mal anguckt, wie die Sonne scheint, das ist echt zum Kotzen.
blauer Himmel. Wir haben es jetzt schon 30 Grad oder so. Das ist echt der Hammer, ne? Und jetzt hauen wir ab oder müssen abhauen, weil wir alle wieder morgen arbeiten müssen. Echt zum Kotzen. Naja. Aber egal, arbeiten heißt Geld. Geld heißt schön sparen. Nächstes Jahr Australien, dann geht's ab. Ja, dann melden wir uns, denke ich mal, später wieder, wenn wir auf dem Rastplatz sind. Jetzt fahren wir erstmal wieder, der Wind wird auch immer doller. Und jo, dann bis später, ne? Über diese Fehmarnbrücke. Ja, ist immer doof mit so einer Canon. Ich kann nicht zoomen. Aber ich mache gleich noch mal eine Aufnahme, die da lege ich mit Musik. Dann seht ihr auch noch mal ein bisschen besser das Meer hier. Ja, guck dir das Wasser an und wie geil das aussieht. Ey, alleine auf dieser Brücke hier zu chillen, ist eigentlich schon der Urlaub wert gewesen. Ist halt. Weil schaut euch das an, dieses Meer, da fahren die Jetskis sogar. Ich will die ganze Zeit Jetski fahren und hier gibt es kein Jetski, keine Ahnung. Ich habe jedenfalls noch nichts gefunden und 100 Kilometer fahren habe ich auch keinen Bock. Aber da brettern die einfach übers Meer mit Jetskis, mit Segelbooten. Das ist so der Hammer hier. Es ist so, ohne Witz, diese Aussicht, ne? Ja. Auf der anderen Seite erstmal ein ganz dicker Stau, das geht schon 20 Kilometer so. Also irgendwo hat es da hinten richtig gekracht, die bewegen sich fast gar nicht. Und es hört einfach nicht auf der anderen Seite, ne? Das ist richtig krank gerade. So, jetzt fahren wir durch Hamburg durch. Gerade konnte man auch das Schild vom Hamburger Dom sehen, aber ne, ich weiß nicht, jede Stadt sieht irgendwie fast gleich aus. Also wir sind jetzt nicht an einer besonderen Stelle hier in Hamburg, dass man sagen kann, ey, das ist Hamburg. Aber wir fahren auf jeden Fall gerade durch. So, jetzt suchen wir nachher noch einen Rastplatz. Erstmal durch die Stadt hier fahren, damit erstmal der Verkehr los ist. Wo sind die Hamburg City Girls? So, Rastplatzzeit. Yeah. Ich krieg da so einen Haufen, ne? Erstmal gucken, wo wir hier hin können, wegen Bank und alles, weil wir ja noch eine Runde grillen wollen. Wir haben ja so einen Einweggrill noch. Ja, gerade war es ein bisschen laut, blöder LKW hat noch Motor laufen. Naja, wie gesagt, wir suchen jetzt erstmal was und dann wird erstmal was gegessen. So, jetzt haben wir endlich was gefunden hier. Schön, direkt am Wald, ne? Aber egal. Ist jetzt hier auf dem Rasthof. So, die Antinien mit Feuer. So, schmeiß mal gleich noch eine Packung Würstchen drauf. Schmeckt schon wieder. Jetzt läuft's endlich hier. Ah, blöder Müll. Der Müll läuft auch weg. Schöne Würstchen drauf. Bisschen Nudelsalat. Foodlog, ne? So, in knapp 10 Kilometern sind wir dann zu Hause. So, ja, das war's dann eigentlich auch schon mit diesem ganzen Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne kommen oder liken oder was auch immer. Wäre aber cool. Jo, wir packen gleich noch unsere Sachen aus und dann fahren wir wohl alle nach Hause. Das war's dann soweit. Wie gesagt, danke fürs Zuschauen und bis zu den nächsten Videos.